An der Linux-Welt Edition Februar-März 2017 war ein interessanter Artikel, den heißt der perfekte Linux-Stick. In diesem Video erkläre ich, wie ich die Informationen benutzt habe für folgendes zu machen. Lagen Sie mal das Setup am Klassenzimmer, es handelt sich um eine HP 8200, das ist Maschine A103. Ich schien da ganz einfach Maschine an den Ekran an den Hölle live von meinem Flickr-Album versuchen zu erklären. Ich bin hingegangen bei der Maschine, habe ich Festplatte dekonnektiert, also das just nach CD-Laufwerk, respektive DVD-Laufwerk aktiv ist. Da bin ich hingegangen und ich habe Alexa 64 Gigabit angestellt und mit Hilfe von dem Artikel, den an der Linux-Welt wo von allem die Punkt High Partitionierung, das der Schlüssel zum Erfolg oder dass es nicht klappt. Am allerwichtigsten ist es, dass in die Reihenfolge anhält. Für dich eine FAT32-Partition, dann eine Swap-Partition und dann eine Extended-Fair-Partition. Legen Sie mal das Resultat beim G-Party vom fertigen Stick. Natürlich, das tut dann eine FAT32-Partition, wo ich kann hier nur in Windows oder auf einem Mac kann Daten austauschen. Leider Swap-Partition und leider dann die Extended-Fair-Partition, die auch gleichzeitig Boot-Partition ist. Wir sehen das, wie ich am Anfang versucht habe, das Ganze zu lancieren. Also wichtig ist vor allem, dass ihr seht, dass der Bootloader auf den USB-Stick lebt und die setzt sich dann automatisch an die Extended-Fair-Partition ran, wie man auf dem Video gesehen hat. Du kommst folgende Message: FAT32, no point, mount point is assigned. Und das möchte ich aber nicht. Da fuhr man einfach 4 Runden und dann partitionierten die Sache richtig. Wir sehen dann hier den Mount Point, den as oder das Partition, die Boot. Wenn wir hier gehen und wir gucken, ich versuche hier rauszukommen, ein paar von den Parametern selber vom System für das Ganze abzuholen, weil wie gesagt, wie die Stick bis formatiert wurde, das relativ schnell ging, wo ich dann den Bart sein Simple Screen Recorder installiert, da ist schon der letzte Ekran davon, da ist erst der Parametrage, also wir holen just den ersten Ekran ab, Framerate habe ich aufgesagt ab 20, und da gehen wir hin und wir gucken, falsche Direktion, wir gucken, wo es aufgespeichert wird, da benutze ich dann die FAT32-Partition, der Codec aus den Daten, Preset Fast, und Audio-Codec aus MP3 mit 64 Kilobit. Und dann schlussendlich, das ist der Ekran, wo ich dann abhole mit Start Recording, respektive Stop Recording. Wenn wir gucken, für zusätzlich Software zu installieren, da können wir hier gehen und wir benutzen den Software Manager. Da muss man Passwort eingeben. Und am Software Manager, die wird noch nicht so lange dauern, da kommen wir um die verschiedenen Software-Packages rund, wie zum Beispiel den Gpartit, den ich kann installieren, oder den Chromium, den wir für Druck gesehen haben. Das ist der Schluss von der Aufnahme.